wenn mich jemand fragen würde, was ich in den letzten anderthalb Wochen dreimal gemacht habe, dann würde ich sagen, Kürbis. Hallo meine Loves! Herzlich willkommen bei einem neuen Vlog, bei einer neuen Woche. Es ist eigentlich noch die alte Woche, aber ich war gerade mal wieder bei Humana, weil ich mir dachte, für Paris, da möchte ich neue Pieces shoppen. Wie das manchmal so ist, wenn man so die romantische Vorstellung hat, man geht in die Stadt und alleine und was man so vorhat, Jazzclubs, Cafés, Konzert und so und man braucht ein paar neue Teile. Und ich sag euch, mein Humana enttäuscht nie. Ich bin wieder richtig in Secondhand-Laune. Und ich glaube, diese Nora bleibt. Erstmal ist mein Outfit heute eh schon cute. Und jetzt habe ich ein paar neue Teile. Es ist nicht mehr so sonderlich bunt, wie es ihr von der alten Nora vielleicht gewohnt seid. Aber es ist immer noch der alten Nora. Aber es ist immer noch super cool. Also einmal habe ich hier dieses Teil. Diese Jacke. Lieben wir. Habe ich ganz am Ende noch gesehen. Ich hatte so viele Umkleider, aber ich bin dann auch streng. Auch wenn man darf nicht alles kaufen, nur weil es billig ist. Die war 18 Euro, was eh teuer ist. Ist aber super cool. Ist so, weil ich so wenig Bläser und Jacken habe. Ganz gut. Das allercoolste Teil ist diese Jacke. Ich hatte die gerade draußen auch schon an und alle waren so, wer ist diese Detektivin? Das ist ein sehr oversized Mantel, der jetzt perfekt für diese Übergangsjahreszeit ist. Dieser Mantel geht bis zum Boden. Wenn der mal nicht iconic ist, dann weiß ich mal, was iconic ist. Ich liebe ihn. Und man kann ihn auch so zumachen. Das gibt dann so Caro Dauer bei Prada Vibes. Ich fühle ihn, der ist auch sehr warm. Ich habe ja meinen Mantel von Rains, meinen Regenmantel. Der fliegt immer so weg und in Wien ist halt viel Wind. Und dann ist es immer so, macht der immer. Und der ist halt heavier, wärmer dadurch auch und halt einfach nochmal was anderes. Wenn es noch nicht so kalt in Paris ist, sondern eher so 15 bis 20 Grad, was ich hoffe, dann werde ich den mitnehmen und nicht meinen Fellmantel. Allgemein sind meine Paris-Outfits schwarz-weiß-rot, habe ich das Gefühl. Aber ja, dieses wunderschöne Kleid hat für mich auch Paris ausgesagt. Das bin ich dann im Jazzclub. Ich ziehe das, glaube ich, aber heute schon bei der Podcast-Aufnahme an, die jetzt gleich ist mit Laurie. Und sowieso die nächsten Wochen. Ich warte jetzt nicht mit den ganzen Sachen, bis Paris ist. Aber mit einer dünnen schwarzen Schuhfussel, hohen Schuhen oder auch Sneakers. Ich bin ja auch immer die alles das bringt. Lieben wir. Das hat 15 Euro gekostet. Der Mantel hat 50 Euro gekostet, aber sie hat mir am Ende irgendwie gesagt, dass das 20% drauf gab, was natürlich mega ist. Dann ein weiteres Paris-Teil ist das hier. Das ist, ich ziehe das jetzt mal kurz drüber, eigentlich passt es auch zu dieser Hose. Eigentlich war mein Ziel auch bei Humana, ein paar Dinge zu kaufen, die mit Muster sind, weil ich wollte irgendwie, ich will jetzt mehr Mustermix machen, wenn ich schon keine Farben mache, dann mache ich Mustermix. Und das hatte einfach so einen coolen Schnitt und war irgendwie auch so, wisst ihr, was ich meine? Das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht drunter anziehen, aber irgendwie ist das doch mega. Gut, wir sind noch nicht am Ende. Eine Sache habe ich nämlich noch, diese Weste hat mein Auge gecatcht. Die kann man geschlossen anziehen oder dann eben auch als Weste, habe ich mir gedacht, über simple Pullover oder T-Shirts drüber, um das Ganze ein bisschen abzuspeisen. Die Sonne macht jetzt hier die Dinge, aber you know what I mean. Und mit roten Lippen sei das, dann hatte das auch alles so ein Vibe. Das war mein Paris-Haul. Cool, oder? Und damit herzlich willkommen in der neuen Woche. Für euch, ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe immer noch die Haare vom Donnerstag. Ich habe die, heute ist eigentlich Haare waschtag und ich habe mich so gefreut, endlich meine Locken wieder zu haben, weil ich fühle mich irgendwie ganz komisch, also nicht so ganz wie ich selbst. Ich vermisse die Locken, weil das natürlich auch mal schön und ordentlich aussieht und es glänzt so schön. Aber es ist noch gar nicht so fettig und deswegen habe ich heute einfach mal keine Haare gewaschen. So macht das morgen. Lieben wir. Weniger Haare waschen ist gut. Ich habe für Paris
alles gebucht. Ich habe ja letzte Woche schon aufgehört, Mittwoch zu vloggen. Ich habe die Flüge gebucht. Ich habe eine Wohnung gebucht. Die erste Wohnung, die erste Airbnb wollte ich haben, aber dann hat das nicht geklappt mit diesen 24 Stunden. Das war dann doof und dann hat das schon jemand anderes gebucht und bla bla. Jetzt habe ich eine andere Airbnb als ursprünglich gedacht und wahrscheinlich soll es so sein. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch mein Konzertticket buchen, wenn es überhaupt Tickets gibt. Oder vielleicht ist auch Abendkasse. Und dann ist so mal so der grobe Plan, alles was ich für Paris buche, dann. Und ansonsten werde ich nur durch die Straßen laufen, Tee trinken, weil Kaffee, hat Laura gesagt, ist da sehr schlecht. Ich trinke auch keinen Kaffee. Eh gut. Croissants essen, zu La Durée gehen. Gestern haben Laura und ich schon Französisch geredet. Ich habe mein Schulfranzösisch ausgepackt und meinen Rest Duolingo, was übrig geblieben ist. Sie meinte, man versteht mich, weil sie mich kennt und weiß, was ich sagen will. Aber ja, ich meine wahrscheinlich, mittlerweile werden auch die meisten Leute in Paris Englisch verstehen. Aber da reden wir bestimmt jetzt auch im Podcast wieder. Wie ihr seht, blühe ich schon wieder auf in einer kleinen neuen Persönlichkeit. Ich werde, also das, was so diese Woche hängen geblieben ist bei mir, ist, dass ich so leer gefickt bin von meinen alten Gedanken. Aber im sehr positiven Sinne, ich bin leer und darauf kann ich jetzt was Neues aufbauen. Oder vielleicht auch einfach mal diese Leere genießen. Und ich hatte gestern so einen Yogi-Tee-Spruch. Den hatte ich eh schon mal, aber diesmal hat er für mich noch wieder eine neue Bedeutung. Mach dich leer und lass dich vom Universum füllen. Und genauso fühle ich mich. Ich bin einfach nur und mal sehen, was passiert, was kommt. Das Leben ist spannend genug. Ich brauche keine Spiralen. Und das ist gerade sehr schön zu fühlen. Jetzt mache ich mir noch was zu essen und dann ist schon der Podcast. Heute noch gar nicht Hallo gesagt, aber jetzt habe ich gerade meine Baskenmütze gefunden und ich bin irgendwie sehr im Paris-Film drin. Ich habe mir sogar Eyeliner gemacht. Maybe. I'm kind of joking, kind of not. Aber ich bin froh, dass ich sie gefunden habe. Das fühlen wir sehr. Es ist noch ein Monat. Es ist auch genau ein Monat, genau bis das Konzert ist. Ich freue mich sehr. Ich hatte heute einen sehr schönen Tag. Das habe ich gemacht. Entspannt gefrühstückt. Dann hatte ich irgendwie doch Motivation, die ganze Wohnung zu putzen. Dann habe ich ein kleines Mittagessen gegessen. Dann bin ich spazieren gegangen, bin ich zurück. Dann habe ich Vinted-Sachen fotografiert. Also geht mal auf mein Vinted, falls noch was übrig ist. Das hat auch Spaß gemacht, vorher war ich noch kurz daddeln auf der Couch und da habe ich Jacob Collier entdeckt. Ich habe schon mal von ihm gehört, aber ich bin ihm nicht gefolgt oder was auch immer. Leute, ich habe mir schon mal einen Schleier bestellt. Wie hot kann man sein im Sinne von wie talentiert? Und Leute mit Talent, Leute, die machen, was sie lieben und auch wieder aus, also wie er so seine ganze Art lieben wir. Und ich habe gleich zu Laura geschrieben, Laura, 11.11. Konzert hier in Wien, wir gehen. Laura so, okay. Oh mein Gott, und diese Musik von seinem neuesten Album hatte ich an, das ist total crazy, die Musik. Crazy, crazy, crazy. Aber was total speziell ist und was total cool ist, deswegen hört euch das an, kleine Empfehlung. Und bei diesem Mantel habe ich by the way gesehen geschrieben. Ich bin in meinem Film, aber Leute, wir judgen das ja nicht. Wir freuen uns, dass Nora einen neuen Film hat und sich ihre Gedanken wieder mehr um sie selbst drehen und nicht um irgendwelche Menschen jeglicher Spezies, aber vor allem männlicher. Ich habe 3 verschiedene Baskenmützen, in Blau, Weiß und Braun. Von meiner Oma auch teilweise. Anyway, jetzt mache ich mir ein kleines Brot. Ich wollte euch nur heute einmal Hallo gesagt haben.
mir ist jetzt auch schon wieder so nach rausgehen und spazieren gehen und irgendwie am liebsten heute in der Bar sitzen und Cola. Ich war gestern auch abends noch spazieren, einfach eine Cola getroffen. Dann habe ich das, wirklich die Chance, dass wir uns getroffen haben, eine Sekunde. In der Sekunde, wo ich an dieser Bar vorbei bin, kommt 70s Boy rausgelaufen. Und ich so, 70s Boy! Also, ich habe seinen Namen gesagt. Und das war ganz strange, den zu treffen auf meinem, also in der Sekunde. Das war irgendwie schön. Und dann haben wir kurz rumgehangen miteinander, aber dann bin ich meine Walk alleine weitergegangen, habe mir eine Cola geholt. So, war der Vibe gestern. Also, Nori hat ein schönes Wochenende gehabt. Produktiv, so wie ich es mir auch gewünscht habe. Ich wollte produktiv sein. Ich habe euch gar nicht das Endergebnis gezeigt von meinen Kleiderschrank. Jetzt ist es halt schon dunkel. Vielleicht kann ich es morgen früh euch zeigen. Hier sieht man das Kleid. Mit meinen Socken jetzt. Ich muss es euch mal im Hellen zeigen. Ja, also produktives, aber sehr schönes Wochenende. Die Herbstgarderobe ist jetzt rausgeholt. Die Wintersachen ziehen von dann. Manches wird auch einfach nur gespendet. Und ich bin sehr motiviert für die Woche. Und auch noch für den Rest des heutigen Abends. Irgendwie das Bedürfnis, noch ein bisschen mit euch zu reden. Ich schreibe gerade Tagebuch. Und ich habe gerade Abendbrot gegessen. Und nebenbei habe ich ein YouTube-Video geschaut. Weil gerade so die YouTube-Videos, die ich schaue, sind Suki Waterhouse im Secondhand-Laden. Und jetzt war es gerade Camille Chaguer im Secondhand-Laden in London. Secondhand-Läden. Vintage-Shopping, liebe Freunde. Wer braucht noch alles andere? Ich meine, die kaufen in ultra-teuren Läden ein, wo man sich nichts leisten kann. Es gibt auch deutlich preiswerteres Secondhand-Geschäft. Und ich kann euch nur raten, falls ihr dem noch nie eine Chance gegeben habt, macht das auf jeden Fall. Man muss auf jeden Fall ein bisschen suchen und man muss auf den Geruch klarkommen. Neulich war ich in einem Laden mit Laura und es hat nach Hund gerochen, weil die Besitzerin einen Hund hatte, bin ich direkt wieder raus. Da konnte ich mir nicht 10 Sekunden geben, Laura auch nicht. Und deswegen, man muss sich so ein bisschen drauf einlassen, schauen, wo man es fühlt und wo nicht. Und dann, aber ich habe manchmal das Gefühl, zum Beispiel diesen Samstag hat es mich so richtig in den Laden gezogen. Also ich wusste so, ich will heute in den Secondhand-Laden. Ich weiß nicht wieso, weil ich war diesen Monat schon mal. Und so viele neue Teile haben die, glaube ich, eigentlich auch immer nicht. Aber es hat mich dahin gezogen. Und es ist wie, als würden mich die Teile rufen. Vielleicht so ein bisschen. Deswegen, kleine Ode ans Secondhand-Shoppen und vielleicht eine kleine Inspiration, dass man da so schöne Teile finden kann. Und in Wahrheit ist es Kunst und ich habe das jetzt gemerkt, als ich dann hier meine Kleiderstange neu angeordnet habe und so weiter und so fort. Diese Pieces sind Kunst und ich habe tatsächlich jetzt vieles aussortiert, was irgendwie so, was heißt vieles aussortiert? Nicht viel, ich habe nicht viel aussortiert, weil ich eigentlich wirklich alle meine Teile mag, aber das, was ich weggebe, ist so, sind so Basics oder schwarze Sachen, wobei es manchmal auch gut ist, aber so, ich weiß nicht, manchmal kann man gar keine so Marke unbedingt festmachen, aber es waren auf jeden Fall die Teile, die für mich keine richtige so Seele hatten und auch keine so richtige Story hinter dem, wie ich sie gekauft habe. Und ich habe das Gefühl, bei Secondhand hat man das oft. Ich kann es auf jeden Fall kaum erwarten, in die französischen Secondhand-Läden zu gehen in Paris und vielleicht kaufe ich mir auch einen Teil, was ein bisschen teurer ist, mal schauen. Ich kratze da jetzt auf jeden Fall auch mein Buchgeld an. Das habe ich jetzt gerade noch auf meinem Sparkonto und bin nicht angerührt, aber für jemanden wie mich, der komplett neu im Reisen ist, ich bin es nicht gewöhnt, für Reisen Geld auszugeben. Aber ich denke mir jetzt gerade, das Leben ist zu kurz. Und wenn ich das jetzt sehe, dieses YouTube-Video von ihr und wie sie da Secondhand shoppt und wie sie und was man da alles für Pieces, für Modestücke zusammenstellen könnte und was man alles mit denen erleben könnte, auch dass ich heute am liebsten jetzt wieder rausgegangen wäre. So, das Leben ist kurz, das Leben ist aber auch lang, aber ich meine, man sollte es sich schön machen und ich bin 26 und ich war mehrere Jahre auf der Couch und das bereue ich. Aber es kann sich jetzt ändern und bis
Es ist auch kein Altersstempel da drauf. Ich meine, man kann immer Spaß mit Mode haben. Man kann Mode mit Spaß haben. Es sind auch die kleinen Dinge, dann einfach auch so nach dem Büro noch eine Runde gehen oder noch einen Kaffee sich holen oder im Kaffee weiterarbeiten, wenn man schon weiterarbeiten musste. Und was auch so das große Ding vom heutigen Tag ist, weil ich diesen Musiker eben gesehen habe, diesen Jacob. Und wie er aufgeht in dem, was er tut. Und ich war so kreativ sein. Es ist sowas Tolles. Und ich bin es ja schon, aber ich will es noch viel mehr sein, Schriftstellerin. Ich will einfach schreiben. Und ich weiß nicht, wie lange ich euch das jetzt schon sage. Und ich schreibe eh, ich mache meine Dinge. Aber ich möchte so richtig darin aufgehen, so wie er in seine Musik aufgeht. Und ich möchte das noch viel mehr romantisieren und einfach, ja, einfach drin aufgehen und einfach machen. Aber manchmal muss man sich einfach hinsetzen und machen. Aber um das machen zu können, muss ich halt auch erstmal mich frei machen von meinen ganzen To-Dos und bürokratischen Sachen, die auch gemacht werden müssen. Manchmal ist es eben so, dass man jetzt nicht noch den 10. Abend Spaziergang machen kann, auch wenn man Lust hat. Nur weil das Outfit heute toll ist und man das erste Mal seit überhaupt einen Lidstrich trägt. Sondern man muss zu Hause bleiben und die Teile bei Vinted hochladen, damit sie endlich mal raus aus der Wohnung sind, damit man ein bisschen Geld für Paris hat. Oder die Steuererklärung machen, oder. Deswegen, jetzt sitze ich wieder hier und ich habe jetzt kurz geschrieben in meinem Tagebuch, wie toll der Tag war. Aber jetzt muss ich vielleicht auch wieder Schluss machen, mich noch ein bisschen dehnen und dann im Bett die Vinted-Teile hochladen. Wisst ihr, was ich meine? Also, es ist immer so eine Balance aus allem und ich bin auch ein Mensch, der vielleicht ein bisschen hedonistisch veranlagt ist oder auf jeden Fall auch ein Mensch, der Dinge gerne aufschiebt, die er nicht so gerne machen mag. Und das mache ich auch nur, weil ich wirklich so viel mache und so produktiv bin. Und es gibt halt produktive Sachen, die machen einem mehr Spaß und produktive Sachen, die machen einem weniger Spaß. Und ich bin produktiv, aber ich mache immer nur die Sachen, die mir Spaß machen. Und deswegen ist auch mal Zeit, um die unspaßigen Dinge zu machen. Aber das habe ich mir eben auch gerade hier aufgeschrieben. Auch To-Dos kann man sich freudevoll gestalten. Musik, Tanz. Ich habe heute dieses Winterding, da habe ich mir total den schönen Nachmittag draus gemacht und einfach diese coole Musik angemacht, getanzt, auf den Socken durch die Wohnung gerutscht und so der Vibe. You get what I mean? Ja. Anyway, ich werde jetzt mal vielleicht die Woche jeden Tag Lidstrich tragen und schauen, wie es mir damit geht, weil es ist irgendwie cool. Aber vielleicht ist er mir sogar noch zu sehr geschwungen. Wisst ihr, wie das? Es macht so wup. Ich hätte es irgendwie gern straighter. Ich habe das Gefühl, hier ist ein bisschen straighter und hier ist ein bisschen mehr wup. Ja. Mhm. Gut. Gute Nacht. Bis morgen. Good morning. Ich habe ein bisschen stressy, weil. Sag ich, warum ich einen Stress habe? Eigentlich habe ich keinen Stress. Jetzt chillen wir mal. Dieses Kleid, ich habe das, glaube ich, vor 2 Jahren mit Chelsea gekauft. Einfach ein Kleid gewesen, aber es hat so zu mir gesprochen. Und dann habe ich das aber ganz lange nicht angezogen, weil ich nicht wusste, in welche Schuhe oder so. Aber das habe ich gestern beim Aussortieren so wiederentdeckt, mal angezogen und dachte mir so, ich fühle es. Jetzt ziehe ich es heute gleich mal an. Kann auch sein, dass ich heute feststelle, ich fühle es doch nicht. Aber es ist eigentlich ganz hübsch und es tut viel für meine Figur, habe ich das Gefühl. Es hat so ein bisschen awkward Länge, würde man sagen, vielleicht. Wisst ihr, was ich meine? Es geht so übers Knie. Und gefühlt müsste man jetzt hohe Schuhe anziehen, aber ich will dann gerne meine Armfüße. Hol dann bald meine Einlagen ab. Happy Wochenstart auf jeden Fall. Ich habe mir heute vorgenommen, nach der Arbeit ins Café zu gehen und Tagebuch zu schreiben und die nächsten Steps zu planen auf meiner kreativen Reise. Ich habe schon eine Idee. Und vielleicht freuen sich manche von euch darüber. Bis dann. Wenn mich jemand fragen würde, was ich in den letzten 1,5 Wochen 3-mal gemacht habe, dann würde ich sagen, Kürbis. Ich habe gerade gedacht, habe ich mal voll gerne gekocht. Leute, die mich früher schon geguckt haben, wissen das. Ich habe immer irgendwie was von Dorothy Ella gemacht, aus den Kochbüchern. Ich habe die auch alle. Oder mit meinem Freund damals gekocht
Und ich hatte auch immer so eine Challenge, dass ich jede Woche mal was Neues mache. Weil so viel Neues habe ich da auch nicht probiert. Aber Kochen hat mir Spaß gemacht. Und jetzt ist Kochen eher wie so ein, oh, jetzt komme ich von der Arbeit nach Hause und muss auch noch kochen. Das ist aber voll schade, weil mir Kochen eigentlich voll Spaß macht. Und ich finde, das hier zu machen, ich habe jetzt auch gerade gar keine Musik und nichts an, ist eigentlich total entspannt und tut mir gerade voll gut, einfach so die Gedanken laufen zu lassen. Ich habe jetzt auch gleich Schlaf hier angezogen. Vielleicht ist es auch diese Herbstjahreszeit, die den Kürbis-Koch-Vibe aus mir herausholt. Auf jeden Fall, weil ich bin immer auf der Suche nach Hobbys. Und weil ich immer sage, ich habe kein Leben und ich bin uninteressant. Aber Kochen könnte wieder ein Hobby werden. Das von meiner Seite. Ich hatte einen guten Tag, aber irgendwie war ich sehr fertig. Laura ging es ähnlich. Wir sind heute beide sehr fertig gewesen, ohne Grund. Wir sind gut drauf. Aber waren dann schon kaputti. Deswegen ist es jetzt gut, gerade in meinem Schlafi zu sein und einen entspannten Abend zu Hause zu haben, noch ein bisschen arbeiten. Ich hatte eigentlich heute Großes vor, ich wollte ja dann noch ins Café mit meinem Buch und so ganz auf romantisch Autoren sein. ich habe mich da nicht so gefühlt. Tatsächlich in dem Kleid. Ich liebe das Kleid, das ich heute Morgen anhatte, aber es war dann doch nicht so ganz mein Vibe. Ich glaube, ich verkaufe es vielleicht doch. Manchmal ärgert man sich dann, dass man Sachen verkauft hat und ein paar Jahre später denkt man sich, oh, das wäre jetzt gerade perfekt. Und dann ist es halt so. Aber ja, wenn man sich nicht fühlt, sollte man auf sich hören. Den Kürbis, ich schneide ihn einfach nur einmal längs nach auf. Dann Olivenöl, Pfeffer und Salz. Dann habe ich hier, das ist jetzt aufgebraucht, aber Schutzengelgewürz vom Sonnentor. Das war's. Und ich mache das heute sogar, ich habe irgendwie auch Lust auf Pasta. Und deswegen mache ich mir dazu Pasta, wo ich dann noch, wie so ein Pasta-Salat wird das. Mit noch Avocado, getrockneten Tomaten. Ich glaube, das wird heute mal mein neues Kürbisgericht. Und ganz wichtig, immer drüber streuen, Blumen. Alles guten Morgen, meine Schnecken. Ich habe diese Woche schon so viel geredet, deswegen halte ich mich so ein bisschen zurück. Es ist ein schöner Tag, ich freue mich auf die Arbeit. Ich wollte euch nur meine Jacke aus dem Hall zeigen, wie sie aussieht. Sie ist cool. Was ich gestern Abend noch festgestellt habe, erstens, Sachen auf Vintage stellen macht mega viel Bock. Also es ist wirklich so gestaltet, dass es auch easy ist. Und wenn sie Leute es dann auch noch wollen, macht noch mehr Bock. Von Sachen, die man nicht trifft, dann kriegt man irgendwie 40 Euro, ist halt mega. So sieht die gute Jacke aus. Finde ich cool. I like. Und zweite Sache. Duolingo macht mega viel Bock. Ich hatte ja früher schon mal Duolingo, als mein Ex-Freund und ich geplant hatten, eigentlich so eine Frankreich-Rundreise zu machen. Und jetzt habe ich das gestern wieder ein bisschen angefangen. Da ging es halt um Familie, la grand-mère, le Remy, Marie, le frère, etc. Aber ist alles good to have. Und es fühlt sich gut an, wenn man Sachen weiß und wenn man schnell ist bei Sachen. Aber ich muss irgendwie zu der Lektion kommen, wo es dann um einen Kaffee bestellen geht und sowas und über sich erzählen oder andere nach Dingen fragen. Da muss ich irgendwie hin. Aber ich habe mir sogar, es gab so ein Angebot für 2 Wochen, diese Super-Version zu testen und das habe ich mir geholt. Deswegen, ich werde jetzt jeden Tag 20 Minuten, vielleicht im Bett oder auch schon davor, werde ich das machen. Das vergeht urschnell, weil das halt richtig viel Spaß macht. Also falls ihr irgendeine Sprache lernen wollt, Duolingo, kann ich sehr empfehlen. Und auf Arbeit in der Sprache auch dann reden mit jemandem, der es vielleicht kann. Also ich versuche mit Laura Französisch zu reden gerade. Was eh lustig ist. Bis dann! Who is this girl? Who does? Warum rede ich Englisch? Ich muss Französisch reden. Cette femme hat sich einen Lidstrich gezogen heute Morgen um 8. I did a pretty
not good job. Aber es ist einer. Es ist so okay geworden, dass ich ihn jetzt nicht abschminke vor der Arbeit. Ich habe diesen Look wieder an vom Wochenende. Hier wird alles ausgefahren. Traut euch mal was Neues mit eurem Make-up. Das ist meine Challenge für euch. Macht mal ein neues Make-up. Geht mal in den Secondhand-Laden. Kauft euch mal vielleicht für 7 Euro eine neue Bluse. Das kann wirklich den Vibe von allem verändern. Just saying. Man muss sich aber auch nicht... Manchmal macht man auch einfach was mit den Dingen, die man schon hat. Diesen Lidstift, wie heißt es denn? Eyeliner. Den habe ich, glaube ich, von Nina, meiner Freundin, bekommen. Das ist also 4 Jahre her. Weiß eh nicht, ob der noch gut ist. Bis jetzt ist meinen Augen noch nichts passiert. Manchmal hat man ja so Dinge im Schrank. Oder ich habe heute wieder so eine grauen Lidschatten. Der ist schon von einer uralten Palette. Einfach mit den Dingen was machen, die man schon hat. Good morning, ich bin ein bisschen spät dran. Ich wollte euch mal aufzuzeigen. Laura und ich machen diese Woche so ein Ding, weil wir hatten ja eine Fashion-Folge und wir sind ja Fashionistas. Und Laura hat so ein Kartenset und sie zieht da jetzt jeden Tag eine oder zwei Karten und da steht so immer so Prompts für Outfits drauf. Und heute war das, also ein Prompt war Tights und ich habe diese neuen, sieht man das richtig, weißen Spitzenteils. Und das andere Prompt war White Shirt and Blazer. Und das ist jetzt meine Interpretation des Ganzen. Ich finde es ganz cool. In der Gänze. Und ich habe heute wieder versucht, Eyeliner zu machen. Es ist ein Übungsding. Heute ist auf jeden Fall schlechter als gestern. Es ist nicht gleichmäßig, aber es ist mir un peu egal. Laura hat mir auch gestern ein Kompliment dafür gemacht, dass ich schon echt gut in Französisch geworden bin oder mich halt verbessert habe. Und ich so, danke. Das ist aber auch, weil Laura wirklich eine gute Lehrerin ist oder einfach, wie wir das machen, ist voll gut. Ich versuche halt mit ihr zu reden. Sie antwortet straight auf Französisch und wenn ich was nicht weiß, sage ich es in Englisch oder Deutsch. Und sie sagt mir dann das Wort und dann sage ich das noch. Also, wie man halt Französisch lernt, aber wir reden halt unsere normalen Sachen, Alltagssachen und so kommt man halt ins Sprechen rein. Zusätzlich mach ich noch Duolingo. Ja, so läuft's, liebe Freunde und Freundinnen. Mes amis, ich wünsche euch einen zauberhaften, formidablen Tag. Toujours. Mir ist gerade meine liebste Wassergaraffe runtergefallen und kaputt gegangen. Also, was heißt meine liebste? Ich hatte nur eine und die habe ich gekauft, als ich hier eingezogen bin. Und das war eines der schönsten Teile. Und sie war so schlicht und einfach perfekt. Mit dem richtigen... Und es ist so, die Dinge, die ich besitze, ich liebe die halt so. Trotzdem ist es halt auch wichtig zu wissen, dass das Glück nicht vom Besitz oder so kommt. Aber ich mochte die halt so. Und jetzt muss ich eine neue kaufen und so. Und es wird, ich würde mir genau dieselbe wieder kaufen. Ich werde dann auch, glaube ich, in den Laden gehen und schauen, ob es die noch gibt. Ich glaube nicht. Ich hätte einfach gern die behalten. Und jetzt habe ich so Angst, dass meine neue Teekanne kaputt geht. Aber es kann immer Sachen kaputt gehen, aber... Ich bin aber auch jemand, ich benutze meine Sachen, ich benutze meine Schuhe, ich benutze meine Mäntel. Ich bin nicht die immer so vorsichtig ist. Das war halt doof. Ist auch egal, wie es kaputt gegangen ist. Es ist halt aus meinem Geschirr rausgefallen. Weil ich will nicht auch um meine Dinge so drumherum traben oder auch so Bücher. Ich mach die halt auf und dann knickt halt der Rücken, weil ich es lebe mit den Dingen. Und deswegen weiß ich einfach, dass ich diese Wasserflasche sehr ausgekostet habe. Aber trotzdem schade. Deswegen, meine Info an euch. Geht heute mal so durch euren Space, durch euren Raum und sagt euren Dingen, die ihr liebt, danke oder seid dankbar dafür. Ich bin urdankbar für alles, was ich hier habe. Ich meine, mein Tisch ist ein einziges Dankbarkeitsaltar. aber manchmal merkt man erst, wenn die Dinge weg sind, wie alltäglich sie sind und wie gern man sie hatte. Wie meine Kartoffeln! Naja. Wenn so geliebte Dinge kaputt gehen, finde ich, ist das auch immer eine gute Übung, weil das fällt mir jetzt gerade ein, Akzeptanz zu üben von Dingen, die man nicht ändern kann. In dem Moment, wo das Ding da unten kaputt liegt,
kann ich mich ärgern und ärgere ich mich auch kurz. Aber ich kann es nicht ändern und deswegen bringt mein Ärger nichts. Es macht nichts besser. Und jetzt habe ich gerade das schon vergessen gehabt. Und dann war ich jetzt gerade so, ah ja, schon, es ist ja kaputt gegangen, ich bin ja traurig. Aber eigentlich bin ich nicht traurig, weil ich kann es nicht ändern. So war gerade mein Denkprozess. Und ich finde, an solchen Sachen kann man gut, also das sind jetzt kleine Sachen bei Dingen, die kaputt gehen, aber auch, ja, allgemein bei Sachen, Situationen, allem, was man nicht ändern kann, gehört irgendwann der Schritt gemacht, dass man sagt, okay, und weiter geht's. Und ich bin da auch, ich bin da auf jeden Fall nicht immer gut. Ihr wisst, mein großes Problem mit dem Loslassen. Und dann doch noch Hoffnung haben. Also bei einem gebrochenen Glas ist es ziemlich klar, dass es keine Hoffnung gibt. Wäre es in zwei gebrochen, hätte ich es leben können. Aber es gab keine Hoffnung. Aber bei gebrochenen, weiß ich nicht, Beziehungen oder was auch immer, dann bin ich immer die, die denkt, das kann man doch noch flicken. Aber eigentlich müsste ich es mir viel vorstellen wie ein in 100 Teile gesprungene Wasserkaraffe, die einfach, aus der ich nie wieder Wasser gießen werde. Scherben bringen aber Glück, liebe Freunde. Und das ist jetzt schon die zweite Sache. Mir gehen echt selten eigentlich Sachen kaputt, aber die zweite Glasgeschichte, also meine Teekanne ist ja kaputt gegangen und jetzt die Glasgaraffe, die mir kaputt gegangen ist in einer short time, innerhalb von 2 Monaten. Ich habe einfach sehr viel Glück. Boah, ich habe mir gerade so ein Eyeshadow bei DM gekauft von Catrice. Und ein bisschen zu viel drauf gemacht. Aber ich habe mir auch einen neuen Eyeliner, ich glaube auch von Catrice, oder Trended Up gekauft. Den habe ich jetzt über den anderen drüber gemacht und das ist, glaube ich, besser, weil der ist mit Gel und nicht mit Filzstift. Damit komme ich besser zurecht. Und ich habe mir, ich weiß, es ist ein bisschen ein horliger Vlog. Ich habe ja gesagt letzte Woche, dass ich nicht aufhören kann, an dieses rote Set zu denken von House of Auster, wo wir ein Event machen und Laura und ich waren diese Location besichtigen. Das ist ein Shoppable Apartment, also es ist ein eingerichtete Wohnung. Du kannst alles kaufen, was dort ist. Und da gibt es eben auch einen Kleiderschrank. Und im Kleiderschrank hängen Pieces. Teilweise neu, teilweise pre-loved. Pre-loved ist so ein schönes Wort für Secondhand. Und ich habe das gesehen und ja, ich dachte, ich konnte es nicht vergessen. Es war so ein Ding, wo es war, ich kann es nicht vergessen. Es passt so sehr nach zum Paris. Es hat Rosen. Es ist irgendwie so. Ihr seht's. Ich muss gar nichts dazu sagen, ihr wisst einfach selber, dass das komplett meins ist. Man sieht's nicht so gut. Es ist wirklich. Es ist das schönste Set und es ist. Es passt komplett zu meinem. Zu meinem Ich. Das Licht ist jetzt schon doof, weil es draußen dunkel ist, aber. Ja. Und es ist. Ich dachte, es ist neu. Weil ich habe ja eigentlich jetzt diese Challenge, dass ich nichts Neues kaufe bis zum Ende des Jahres. Und dann habe ich gesehen, dass es pre-loved ist. Aber das Wichtigste kommt jetzt. Denn das Wichtigste hat nichts mit Kaufen oder so zu tun, sondern ich war das erste Mal jetzt in einem Café, was hier in der Nähe ist. Ich wohne ja schon lange in diesem Viertel. Und dieses Café hat vorher anders gehießen. Ich saß da einmal draußen mit meinem Ex-Freund. Und jetzt heißt das aber neu und das ist auch neues Konzept, neue Owners und so weiter. Okay, ich erzähle erstmal die eine Geschichte zu Ende. Auf jeden Fall war ich jetzt gerade so, kaufe ich mir ein neues Buch und gehe in eine andere Richtung, wo der Buchladen ist und gehe da ins Café. Aber da wäre ich vielleicht dem einen Boy begegnet, dem ich gerade nicht begegnen will. Oder gehe ich das erste Mal in dieses Café, wo ich gestern die Besitzerin von diesem Laden, wo ich das heute kaufen wollte, gesehen habe, also es waren so viele Zufälle und dann dachte ich irgendwie, okay, nee, nimm das Buch, was du gerade liest, nimm die Patti Smith und setz dich da rein. Und dann war ich da und das war, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann. Ich habe manchmal so Momente, wo ich merke, das fühlt sich ganz, ganz richtig an und ich bin so richtig hier. Ich hatte das einmal, als ich Laura kennengelernt habe, am allerersten Tag oder in dem ersten Moment, wo ich sie gesehen habe und sie zusammen mit Sophie, wo wir an einem Ort waren, war ich so. Dann hatte ich das neulich, das habe ich auch gefilmt in dem Moment dann, wo ich geschrieben habe, das war irgendwann im Sommer, und ich gemerkt habe, dass ich jetzt hier gerade schreibe, dieses Buch schreibe, fühlt sich so richtig an. Und jetzt saß ich gerade dort und das ist so ein,
so eine innere Aufregung. Und so ein schönes Glücksgefühl, dass mir dann auch immer die Tränen so in die Augen steigen. Und ich habe so gesehen, ich werde jetzt, das wird jetzt mein Kaffee. Und ich hatte das vorher noch nicht so. Ich bin nicht so der Mensch, der sich hier in einen Kaffee setzt oder so. Ich habe gesehen, das wird mein Kaffee, wo ich immer Tee trinke, wo ich schreiben werde. Schreiben am Buch, schreiben am Tag. Ich habe dann die auch gefragt, haben sie einen Stift? Ich musste das festhalten. Ich habe dann in mein Buch reingeschrieben, auf die letzte Seite, wo halt weiß war, um diesen Moment so festzuhalten, weil das so emotional und so schön war. Ich habe mich einfach so zu Hause da gefühlt und so richtig und so angekommen. Ich glaube, ich habe mein kleines Stammcafé gefunden. Und es ist nicht nur ein Café, es ist auch ein Bistro. Ich habe mir auch die kleine Geschichte da durchgelesen in der Speisekarte. Das sind auch zwei Menschen, die GastgeberInnen, die lange Zeit in Paris gewohnt bzw. gekocht haben. Das war dann auch so eine, hatte dann auch so einen roten Faden. Und ach, es war einfach so herrlich. Es war wirklich herrlich. Und ich habe dann meinen Tenor getrunken und war einfach happy. Kam auch aus dem Schreiben gar nicht raus. Ich habe dann auch ganz vorne ins Buch reingeschrieben und halt ein bisschen gelesen. Und, aber ich war so, ich hatte selber so viele Gedanken, die ich irgendwie wissen musste. Und dann war ich jetzt eben noch bei DM. Aber davor, nachdem ich mich mit Laura getroffen habe und das gekauft habe, musste ich für morgen, weil wir machen morgen Podcast-Shooting, einen neuen Polaroid-Film kaufen. Und da war ich im Fotoladen, meines Vertrauens. Und dann waren da auch so Einwegkameras und ich habe den dann gefragt, sind die gut? Beziehungsweise ich hatte zwei, waren das Einwegkameras? Es waren, eine war eine, nee, es waren beides keine Einwegkameras, aber es waren so 50 Euro Analogkameras von Kodak. Und ich meinte so, welches besser? Und er so, von denen ist die besser, aber nimm doch lieber eine richtige Analogkamera, ich zeig dir welche. Und Leute, die mich schon lange kennen, wissen, ich liebe Analogfotografie und das ist auch so auch auf Instagram, in meinen Posts, ist das Einzige, was ich da poste. Bin damit auch groß geworden, so durch meinen Bruder, der mich so da herangeführt hat. Und jetzt aber die Kamera, die ich jetzt hatte von ihm, also ich hatte zwei Kameras. Einmal hatte ich die Olympus Mio, die ist irgendwann kaputt gegangen vor ein paar Jahren. Und dann hat er mir die Konica Big Mini gegeben. Liebe. Ist leider auch kaputt gegangen. Und ich habe, also es wurde mir gesagt, dass man die leider nicht reparieren kann. Ja, er hat mir dann verschiedene Kameras gezeigt. Die waren alle super, super, super teuer. Also so 390, 400. Und dann hat er mir die gezeigt. Und ich habe jetzt meine erste eigene Analogkamera gekauft. Das ist ein Vibe, oder? Ich bin so ein verdammtes Klischee, aber ich bin's gerne. Das ist die Olympus Pen. Sie ist, wie ist der Name? Man hat in einem Film 36 Bilder. Sie hat aber, macht auf jedem Bild, macht sie zwei Bilder. Also sie hat es hat einen Namen, ich hab's vergessen. Ist auch egal, lerne ich noch. Auf jeden Fall, wenn ich hier den, also hier habe ich dann somit 72 Bilder drauf. Also spart man sozusagen. Man muss nicht nach 36 Bildern entwickeln, sondern erst nach 72. Und sie war 130 Euro, glaube ich. Also dann hat er, sie hat sich urviel Zeit mit für mich genommen, hat mir noch ein Band rausgesucht, noch eine Tasche rausgesucht, der war urlieb. Und jetzt habe ich diese Kamera. Wo muss man eigentlich? Hier drückt man ab. Wie cute ist das? Und jetzt habe ich eins zum Umhängen und eins, wo es nur eine kleine Schlaufe ist. Und mein Bruder, ich hatte nämlich Angst, mein Bruder kennt sich ja mit Kameras aus. Und ich dachte, ah, vielleicht ist das keine gute Kamera. Und ich habe jetzt hier irgendwas genommen. Und er so, ah, eine Olympus-Fan. Und ich so, juhu, was Gescheites gekauft. Also ja, das ist eigentlich das Schönste, weil das Fotografieren hat mir eigentlich immer sehr viel gegeben. Und das vor allem dann der Moment, wo man den Film zurückbekommt. Und man sieht viele Erinnerungen, die teilweise auch schon Monate her sind. Weil so viele Bilder habe ich immer nicht gemacht. Ich will das jetzt mehr machen. Weil ich bin keine Person, die viel das Handy rausholt oder mit dem Handy Fotos macht. Irgendwie bin ich das nicht so. Aber ja, mittlerweile hat auch jeder zweite eine Analogkamera, which is great anyway, weil ich finde ja, es sollte viel mehr analog zurückkommen. Analog Kameras, analog Schallplatte, analog
Bücher, alles, was uns weg von dem Bildschirm bringt, ist basically gut. Ich meine, ich entwickle die Bilder dann und habe sie dann wieder auf dem Bildschirm und poste sie auf Instagram. Und ich klinge wie eine Schallplatte, wenn ich sage, ich würde das gerne alles mal ausdrucken und in ein Buch kleben. Ich meine, vielleicht mit Paris wäre es ein guter Start. Vielleicht mache ich ein Paris-Fotobuch, das wäre irgendwie cute. Ja, aber das nur als kleiner Horror vom heutigen Tag. Dieses Video ist so lang geworden, aber anyway, ist auch mal schön. Ich hätte jetzt fast Tschüss gesagt, aber eigentlich müssen wir noch eine Karte ziehen und eine Orakelkarte. Ich glaube, das mache ich morgen. In aller Frische, weil jetzt das Licht auch nicht so gut. Ich gehe mir jetzt, glaube ich, noch ein Dürum holen. Das ist jetzt so mein Freitagsritual. Eigentlich mache ich das mittags. Aber ich hatte heute mittags vegetarische Bolognese von gestern. War nicht so gut, dieses Glas, was ich hatte. Deswegen keine Empfehlung. Also für mich druckt Mode gerade total oder ist ein wichtiges Tool, um meinen neuen Lebensabschnitt zu manifestieren. Und gibt mir gerade sehr viel Power. Ich habe so das Gefühl, ich kriege gerade meine Kraft zurück. Beziehungsweise Kraft ist das falsche Wort, meine Macht über mein Leben und über mich selbst, weil habe ich heute mit Laura drüber geredet. Und vielleicht werde ich im Podcast nochmal näher drauf eingehen, aber es ist wie, als wäre ich in den letzten Monaten so eine Art drogenabhängig gewesen. Aber ich weiß nicht, wie es ist, drogenabhängig zu sein. Aber dieser Mann oder manche, vielleicht auch verschiedene Männer, aber vor allem ein Mann, war halt für mich wie eine Droge. So happy hat er mich am Anfang gemacht. Und jetzt hatte ich aber über den halben Sommer Entzug. Oder eigentlich war es die ganze Zeit von Anfang an so entzugserscheinungsmäßig. Aber immer, wenn ich ihn hatte, war das halt wieder so ein High. Und jetzt bin ich gerade so trocken. Jetzt komme ich gerade so raus und habe wirklich losgelassen gerade. Und jetzt kommt so echte Gefühle kommen zurück. So Wut und so. Und ich bin, ja. Ich muss erstmal drauf klarkommen. Ja. Guten Tag, guten Morgen, meine Lieben. Wilder Look auf dem Samstagmorgen. Ey, ich hatte gestern noch einen anderen Abend als auf meiner Bingo-Karte. Aber es war gut. Ich habe ein bisschen was für den Plot erlebt. Und ich habe so viel erlebt, dass ich jetzt erstmal hier drin drauf klarkommen muss. Und ich glaube, ich werde es dann zusammen mit Laura reflektieren. Weil ich weiß nicht, wie ich zu einem stehe. Aber es ist gut, dass ich es gemacht habe. Und ich sag mal so, mit jeder Begegnung, mit jeder Aktion lernt man auch was über sich. Was man will, was man nicht will. Deswegen ist es gut. Deswegen stehe ich dem positiv gegenüber. So ihr Lieben, da das Video jetzt schon viel zu lange ist, ich werde es jetzt schneiden. Laura kommt dann später und wir machen Podcast. Shooting für Staffel 3, die nächste Woche online geht. Und das macht immer sehr viel Spaß. Wir haben uns auch was Cooles überlegt für dieses Cover. Vorher lege ich euch noch eine Orakelkarte. Let's do this. Ich habe diese Woche so viel erlebt, Fortschritte gemacht, glückliche Momente gehabt. War alleine, war in Gesellschaft. Ich war wütend. Auch lange nicht mehr gewesen, aber gut, in a good way. Ich habe All Too Well, die 10-Minuten-Version, wieder mal gehört und auf jemanden projiziert, wo ich nie dachte, dass ich das irgendwann auf den projizieren werde, aber die Dinge passieren, so wie sie passieren. Okay, aber was gibt das Orakel uns für nächste Woche mit? Hier wollte ich mal raus. Oktopus und Geschenk. Ich lese es euch einfach beide vor. Ihr kriegt zwei. Scheinbar sind es die beiden. Die 61 ist der Oktopus. Der Oktopus ist ein hochintelligentes, wirbelloses Tier, dessen Haut Chromatophoren enthält.
die es dem Oktopus ermöglichen, sich an jede Situation anzupassen. Er ist ein Symbol für Multitasking, da alle seine Gliedmaßen gleichzeitig agieren können. Wenn der Oktopus in dein Leben getreten ist, konnte es für dich an der Zeit sein, mit all den Aufgaben zu jonglieren, die du gerade am Laufen hast. Erstelle eine Liste, setze Prioritäten und mache dich an die Arbeit. Die Fähigkeit, sich zu tarnen, erlaubt es dem Oktopus, lange unentdeckt zu bleiben und auf deine Wünsche zu warten. Du kannst dich auf die Oktopus-Energie berufen, um dir dabei zu helfen, bis zum richtigen Moment zu warten, um zu bekommen, was du willst. Bedeutungen: Zeit, Prioritäten zu setzen und Dinge zu erledigen. Geduld und Intellekt führen zum Erfolg. Finde ich super. Ist irgendwie so für mich persönlich gerade die Überschrift meines allgemeinen Lebens. Und ich habe zum Beispiel diese Woche erfahren, dass mein Literaturagent die Agentur verlässt. Und jetzt habe ich dann wieder dort eine neue Ansprechperson und ich muss aber da dranbleiben, damit es mit meinem Buch jetzt mal vorwärts geht. Weil ab Oktober arbeite ich ja auch weniger, damit ich mehr Zeit fürs Schreiben habe. Und dann gibt es ja auch noch Bewusstschein. Dann will ich mein Newsletter wieder ins Leben rufen. Also es sind viele, viele Dinge, auch bürokratiemäßig, buchhaltungsmäßig, die ich gerade klären muss. Und ja, das spricht für mich dafür, mir nächste Woche Zeit dafür zu nehmen. Geschenk, die Nummer 41. Ein sehr schönes Bild. Rauch steigt hinter ihr auf. Pandora sitzt in ihrem Stuhl und überlegt, was das Gefäß enthielt. War es eine gute Idee, die mächtige Magie in einem so kleinen Gefäß freizusetzen? Sie weiß auch nicht, was aus ihrer Gabe werden wird. Nur die Zeit kann zeigen, was mit der Welt geschehen wird, wenn sich das Geschenk aus dem trüben Gefäß ausbreitet. Pandora trägt ein einfaches lavendelfarbenes Gewand, das ihre Ergebenheit gegenüber Zeus offenbart. Es zeigt auch die Gabe der Weisheit und Großzügigkeit, die ihr zugeschrieben wird. Bedeutungen? Sei vorsichtig, wenn du dich in Situationen begibst, aus denen du vielleicht nicht mehr herauskommst. Ziehe dich aus komplizierten Situationen zurück. Spannende Karte. Für mich, als Bedeutung, ich bin ja auch immer sehr interessiert, wie ihr das für euch interpretiert. Für mich, jetzt auf das, was ich gerade gesagt habe, muss ich halt schauen, welche Dinge in meinem Berufsleben mache ich weiter, welche mache ich weniger, worauf konzentriere ich mich, weil ich kann nicht alles schaffen, kann nicht alles machen. Das ist sehr viel zusätzlich zu einem 30-Stunden-Job, was ich mir alles vornehme. Aber zweitens verbinde ich das natürlich auch direkt mit Dating und ich habe mich gestern wieder in eine Situation gegeben, wo ich ein bisschen ausgeliefert ist, vielleicht das falsche Wort, aber nehmen wir es jetzt einfach mal, wo ich ein bisschen ausgeliefert war und vielleicht zu schnell Ja zu etwas gesagt habe der Erfahrung willen, obwohl ich eigentlich weiß, dass ich mich gerne, oder dass das kein Fit war. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Es ist, manchmal macht man Dinge und macht sie, obwohl es nicht 100% richtig ist, einfach um die Erfahrung trotzdem gemacht zu haben. Und ich glaube, es ist auch gut für die Learnings. Und dann, es shaped, was ist das? Es formt sich ja dann so dein Wissen darüber, was du wirklich willst und was vielleicht mehr zu dir passt. Und deswegen sind diese Erfahrungen, glaube ich, auch wichtig. Aber sie warnen mich ja jetzt gerade, dass ich vorsichtig sein soll vor solchen Situationen. Denn ich bin heute auch aufgewacht und war so, ich weiß nicht, wo oben, unten und an der Seite ist. Ich muss mich erstmal sammeln. Und das ist kein so schönes Gefühl. Ich will gesammelt sein bei allem, was ich erlebe. Ihr Lieben, ich danke euch vielmals fürs Zusehen dieses wahrscheinlich sehr langen Vlogs. Wenn ihr es bis hier geschafft habt, kommentiert doch gerne ein Glitzer-Emoji. ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Passt gut auf euch auf. Tut euch was Gutes. Und ja, wenn ich einmal irgendwie sagen könnte, es ist ja auch jetzt das letzte Video aus dem September und dann kommt mein Lieblingsmonat Oktober, wobei der September schon sehr, sehr toll war, muss ich sagen, für mich. Der September hat mich richtig verändert, geshaped, geformt, weitergebracht.
Wahnsinn. Ich bin sehr dankbar für den September. Und so geht es, glaube ich, weiter. Ich glaube, die Monate, die jetzt kommen, werden meine liebsten des Jahres. Aber das, was mich, glaube ich, am meisten positiv beeinflusst hat, ist die Planung, die Buchung und so weiter und so fort der Reise nach Paris. Dieser Schritt, etwas zu tun, was ich schon so lange wollte und immer aufgeschoben habe, und das einfach mal zu machen und zu erfragen, ob ich mir Urlaub nehmen darf, und mich zu trauen, das alleine zu machen, und die Auseinandersetzung damit, wer will ich in Paris sein, wer will ich bis dahin sein, wer bin ich jetzt, wer kann ich jetzt sein? Weil im... Wisst ihr? Kann ich jetzt schon die Person sein, die ich dann sein werde? Ich glaube, ihr habt ziemlich gut miterlebt diese Woche, wie ich das so ein bisschen geworden bin. Ja, und falls es bei euch sowas gibt, was in euch schlummert, und sei es nur mal für 3 Tage nach Wien oder so, oder nach Berlin oder keine Ahnung, oder sei es einfach nur mal auf eine Party gehen, auf eine Hausparty, oder sich mit jemandem treffen oder eine Freundin anrufen, macht etwas, was schon lange in eurem Kopf schlummert, schaut mal, was da los ist auf eurer Wunschliste, in eurem Hinterkopf, und setzt die Dinge in Bewegung. Danke fürs Zusehen, und wir hören uns nächste Woche. Tschüss!